Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder in den Alpen und spielen neu Minibrunnen, die Alpenmap. Und ich freue mich, denn ihr seht hier steht der Topliner, der Deutz war. Und es hat einen Grund, warum natürlich das Schneidwerk schon angehängt ist und da oben die Rundumkennleuchten arbeiten. Denn ich habe einige Aufträge angenommen. Mit unserem Rapsfeld sind wir soweit schon fertig. Das werden wir dann jetzt gleich mit Mist schon mal ein bisschen vordüngen und dann natürlich grubbern. Aber ich zeige euch mal ganz kurz, was wir hier machen werden heute. Die Felder 21, 22 und 23, die liegen hier in unmittelbarer Nähe nebeneinander und die werden wir ernten, weil das geht. Die Aufträge habe ich entgegengenommen. Das geht, weil wir haben hier einmal Gerste, zweimal Gerste und einmal Raps. Das bietet sich an und alles müssen wir hier zum Bauernmarkt bringen. Auch das ist in der Nähe. Bringt uns ein paar, ja, bringt uns Geld aufs Konto, denn wir haben einige Geräte repariert und deswegen müssen wir heute mal ein bisschen was schaffen. Und das Ganze werden wir natürlich selbst fahren. So, Rundumkennleuchte ist an. Dann fahren wir mal mit unserem Deutz los zu den Feldern, wo es was zu arbeiten gibt. Da kommen wir rum, das passt soweit. Unser Abfahrer ist bereits vor Ort und wartet auf uns. Ansonsten, was werden wir heute sonst noch machen? Ich muss das Grasfeld walzen, interessanterweise. Das will ich da mal ausprobieren. So, der Kollege hängt hier ein bisschen. So, wir biegen hier ab. Das dürfte passen. Ja, das Grasfeld, das haben wir abgeerntet. Das Gras ist im Fermentersilo, wird zur Silage verarbeitet. Und ich habe hier den Fan schon mal schon vorbereitet mit der Walze. Weil, wie gesagt, es heißt, wir sollen das Grasfeld walzen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze auswirkt oder wie das Ganze dann aussieht, wenn es jetzt schon angesät ist. Und dann, wie gesagt, werden wir unser Rapsfeld, das wir abgeerntet haben, natürlich jetzt erstmal ein bisschen vordüngen. Mist haben wir jede Menge. Wir haben uns ja einen Miststreuer schon mal gekauft. Und der Lamborghini steht dort bereit, um dann eben das Feld schon mal zu düngen. Und anschließend werden wir das ganze Material untergrubbern. So, das sind also die Aufgaben für den heutigen Tag, die wir heute auf jeden Fall machen wollen. Aber als allererstes müssen wir mal schauen, dass wir hier mit dem Kollegen bis zu dem Feld kommen. Und ich habe es letztes Mal schon mal erwähnt. Ich glaube, das wird die letzte Saison sein für ihn. Denn mit 20 km/h werden wir nicht allzu viel hier auf dieser Map erreichen können. Von dem Tempo her, wenn wir jedenfalls Aufträge abarbeiten wollen, weil es gibt noch andere Aufträge. Aber da sind die Felder am anderen Ende der Map. Und mit dem Kollegen, ja, da tun wir uns doch ein bisschen schwer. Und ich denke, auch ein bisschen ein breiteres Schneidwerk darf es auch sein. Ich denke, so 7,50 Meter wäre ganz gut. Und da schauen wir dann einfach mal, was sich hier die nächsten Monate so ergibt. Vielleicht ist ja irgendwas dann beim Händler. Okay, so, da geht es jetzt lang hier über diesen halbgeteerten, ja, wie auch immer, Feldweg oder Wirtschaftsweg, wie man auch manchmal dazu sagt. Und da vorne sind die Felder, man sieht sie schon, die Felder, die wir für unsere Aufträge vorbereitet haben. So, wo stellen wir den Schneidwerkswagen ab? Ja, ich denke einfach hier irgendwo, oder? Ja, das passt dann. Gut. So, dann bringen wir den Kollegen hier in Position, mal aufgeklappt. So, Vorsicht hier. Und das Schneidwerk hier ankoppeln. So, da hinten sehen wir, da ist unser Valtra mit dem Abfahrer bzw. mit dem Anhänger als Abfahrer. So, dann legen wir hier mal los. Ja, Schwart brauchen wir eigentlich keine. Das Stroh, mit dem können wir leider nichts anfangen. Versteckt sich da irgendwas schon wieder hier? Nö. Gut. Dann lassen wir den jetzt mal fahren. Und den Deutz war, lassen wir jetzt einfach mal fahren. Hervorragend. Jo, dann machen wir kurz ein Thumbnail. Patsch. Sehr gut. Yep. Und jetzt springen wir hier mal zu unserem Kollegen, der schon bereit steht, der Fendt, zusammen mit der Walze. Und ich will mal schauen, ob das wirklich was bringt.
So, wie machen wir das am geschicktesten? Wir fahren da oben links und dann können wir nämlich hier geradeaus mal durchfahren. Ne? Also wir gucken mal, hier steht, ja, muss gewalzt werden. Das wollen wir dann tun. Gedüngt werden muss auf jeden Fall auch, sehe ich gerade. Wir haben keinen oder Düngestufe oder Dünge 0%. So. Dann fahren wir hier mal rückwärts ran. Ups, das ist vielleicht ein bisschen viel, oder? Naja, schauen wir mal, wenn wir das jetzt ablassen. Ob wir das Ganze dann zu sehen bekommen. Okay, es staubt kräftig, aber das ist dann auch erstmal alles. Haben wir rübergesprungen. Hm. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das ist dann wohl nichts gewesen. Das können wir uns sparen. Das hätten wir walzen müssen, bevor wir, beziehungsweise nach der Aussaat. Jetzt ist es schon gewachsen. Also das heißt, das bringt nichts, muss gewalzt werden. Ist leider hier nicht mehr möglich mit dem Gras. Wir werden es noch mal ein bisschen probieren, noch ein paar Meter. So, aber ich habe mir schon sowas Ähnliches gedacht, deswegen wollte ich das eben ausprobieren. Okay, also nein, das bringt uns leider nichts. Das heißt, den Kollegen können wir wieder zusammenklappen. Außer Spesen wäre dann hier nichts gewesen. Also, das haben wir ein bisschen verpennt. Wir müssten das ganze Feld jetzt eigentlich untergruppern, dann halt eben walzen, beziehungsweise aussehen, dann walzen und dann wachsen lassen. Aber jetzt im Nachhinein bringt das leider nichts mehr. Aber gut, Walzen sind 2-3%, glaube ich, Ertrag. Und insofern können wir das hier verkraften, da es ja sowieso ein Grasfeld ist, was hier nicht mehr, ja, ich sage mal, von der Arbeit und so viel Arbeit macht. Okay, das heißt, jetzt muss ich nochmal schauen, werden wir das mit Gülle? Dann schauen wir später mal, wie das aussieht mit der Gülle. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Lambo, der steht nämlich beim Misthaufen bereit. So, Augenblick, das müssen wir ein bisschen besser machen. Okay, ich habe dann auch schon mal angefangen, hier die ersten Gerätschaften wieder zu, ich sage mal, zu reparieren. Ups. Charlie? Charlie? Ja. Sehr schön, Charlie. So, kriegst auch Futter. Fresschen. So. Da drüben steht der Lamborghini. Den schnappen wir uns. So, da müssen wir dann, glaube ich, einmal hier um die Kurve, weil da werden wir nicht wenden können. Ja, doch, wir können natürlich hier rückwärts ran. Okay, zack. Einmal rückwärts ran. So, wir könnten uns natürlich das Leben etwas leichter machen, wenn wir jetzt bei der Helferbetankung Mist sagen würden, das soll es direkt aus dem Bunker nehmen. Aber jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. So, wir fahren wieder hier runter. Zack, aufklappen. Und jetzt müssen wir erstmal wieder schauen, wie viel eigentlich Arbeitsbreite das Ding hat. Und vor allen Dingen sehen wir was, wenn der das jetzt ausbringt mit dem Helfer. Okay, wir können da noch ein kleines bisschen runter. So viel Arbeitsbreite ist es gar nicht. So. Ja, so passt das. Okay. Dann schauen wir mal kurz ins Kärtle. Ja, man sieht, dass es auf jeden Fall die Düngestufe hochtreibt. Okay, wunderbar. Ja, dann lassen wir den jetzt hier mal laufen. Dann soll der hier ein bisschen düngen. Wir könnten eigentlich theoretisch, lasst mal schauen, kurz, zack. Unser Gruber, 250 PS braucht der. Augenblick. Nee, unser Fendt, was hat denn der? Der hat nur 200, ne? Augenblick, hier müssen wir runter. Der hat, na, der Fendt hat 209. Ja klar, das haben wir auf den Lambo ausgelegt. Jetzt bräuchte man natürlich hier den Warrior, den Deutz Warrior. Ja, jetzt wäre es natürlich cleverer. Wir würden den Fendt nehmen für den Mist und den Lambo dann. Naja, aber was soll's, ey. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Also ist ja nicht so wild. Gut, wie weit ist er denn? Ja, den können wir schon mal abtanken. Ja, da lässt er ein bisschen was stehen. Das müssen wir dann noch im Vorgewende machen. Das können wir dann machen, wenn er hier abgetankt ist.
So. Das hier ist übrigens auch kein schlechtes Feld, so viel ich weiß, vom Ertrag her. Das wäre dann auch eins, was man sich mal bei Gelegenheit ja überlegen könnte. Ist natürlich ein bisschen weit weg vom Hof, muss man einfach so sagen. Aber Ziel soll es irgendwie mal langfristig sein, dass wir hier natürlich Großgrundbesitzer werden auf dieser Map und dass uns dann die meisten Felder logischerweise gehören. So. Dann springen wir hier nochmal rüber. Helfer aus. So, wie weit noch? Ah, jetzt ist er leer. Okay. Dann bringen wir den erstmal wieder hier ein bisschen aus dem Weg. Ja, wir müssen jetzt, wie gesagt, immer ein bisschen aufpassen, weil wir ja jetzt mit den Verkehr wieder eingeschaltet haben. So, dann fahren wir hier das Vorgewende. Dann haben wir auch keine Probleme mehr hier an der Straße, denke ich, mit dem Wenden. Sehr gut. So, da vorne sieht man auch das nächste Feld, ebenfalls hier mit Gerste. So. Ja, jetzt wird es wieder interessant und spannend, wie sich das hier mit den Bäumen verhält, weil da bestimmt wieder die Sache nicht funktionieren mit dem Helfer. Also fahren wir das auch nochmal von Hand ab. Ne, weil da haben wir als immer das Problem mit der Kollision und dann hatte hier der Helfer, glaube ich, immer wegen Schwierigkeiten. Dann setzt er immer viel zu früh zurück und fährt die Bahnen nicht. Oh, da steht ja der Baum fast im Feld, habe ich so den Eindruck. Aber wir müssen ein bisschen mehr rüber. Ich glaube, wir lassen zu viel stehen. Ja. Ja, ist ein bisschen aus der Innenansicht nicht ganz so einfach. So, ein bisschen großzügig. Okay, bei unserem Miststreuer ist der Tank leer, das ist klar. So, dann fahren wir hier gleich mal runter. So, das sieht natürlich schon toll aus hier. Es ist und bleibt einfach eine ganz, ganz tolle Map hier, Neu-Mini-Brunn. Oh ja, da müssen wir wieder rum, sonst lassen wir wieder zu viel stehen. Okay, und das kostet ja alles Geld, weil wir kriegen ja den Überschuss vergütet. Okay, ab die Post. Dann zu unserem Lambo. Oh ja, der hat ordentlich gearbeitet, Motor an. Ja, ja, dann zweimal nachladen, dann passt es. Dann können wir jetzt nämlich doch Folgendes machen. Wenn wir mit dem hier zurück sind, dann werden wir sozusagen umkuppeln. So, dann müssen wir auch mal schauen, ob wir hier vielleicht irgendwas bauen können. Dann bei Gelegenheit hier eine schöne Feldeinfahrt. Weil es bietet sich natürlich an, hier direkt runterzufahren, als hier außen rum. So, dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Erstmal hier den Anhänger voll machen. Den Miststreuer. Okay. Dann gehen wir hier mal zum Grubber. Den Pflügen werden wir ja nicht müssen. Augenblick, wir schauen aber sicherheitshalber mal. So, Augenblick. Warte. Zack. Und muss gepflügt werden? Nein, muss nicht gepflügt werden. Wir schauen auch mal hier die Umweltbewertung. 88, okay. Da bin ich mal gespannt, ob wir das irgendwie hochkriegen. Zumindest was die Bodenbearbeitung angeht, sind wir jetzt bei 0. Aber die anderen Punkte sind jetzt fast komplett. Okay, so. Nochmal ein bisschen vor, dann hier.
Sehr schöner Grubber. Mit dem erstmal zum Feld. Wir werden aber noch nicht mit dem Gruben beginnen, weil ich will da auf jeden Fall noch ein Vorgewende fahren mit dem Mist. So. Dann stellen wir den erstmal hier ab. Und wo ist unser Fendt? Hier ist unser Fendt. Hervorragend. Ja, das passt ja wieder zusammen. Hier grün auf grün. Ja, dann ist die Kombination, glaube ich, etwas cleverer. Dann kommen wir auch ein bisschen schneller vorwärts, wenn wir eben hier mit dem einen Kollegen den Mist ausbringen. So, Charlie, bleib stehen. Und mit dem anderen, mit dem Lambo dann natürlich grubbern, dann wird das Feld auf jeden Fall schön aufbereitet. So, der Deutz hat wieder einen fast vollen Korntank. Aber der soll dann ein bisschen warten. Denn erstmal will ich hier, ups, jetzt verliere ich hier ein bisschen die Orientierung. Erstmal hier ein kleines Vorgewende. So, wir klappen wieder aus. Und dann fahren wir das hier ein bisschen von Hand. Ja, man merkt, da kommt aber ja auch gerade so hier den Berg hoch. So, mal kurz zurücksetzen und dann fahren wir hier diese Ecke noch. So, jetzt will ich aber auf jeden Fall nochmal einmal hier runterfahren und dann können wir den wieder hier normal... Ah ja, der Helfer hat jetzt einen vollen Korntank, da werden wir uns also gleich drum kümmern. Aber zuerst einmal hier noch runter. So, dann haben wir nämlich genügenden Platz hier für das Vorgewende, damit er dann auch wirklich hier sauber arbeitet. So, dann bringen wir den jetzt hier, den Kollegen, wieder in die Spur. Da, wo der Helfer vorhin aufgehört hat. Das ist der Vorteil, dass man das ganz gut zu sehen bekommt. So, dann lassen wir den hier laufen und kümmern uns um den Lambo. Motor an. Ausklappen. Und dann schauen wir nochmal, weil das interessiert mich jetzt auf jeden Fall. Wir haben jetzt 88 Bodenbearbeitung garnischt. Dann soll der jetzt hier mal loslegen und jetzt bin ich mal gespannt, ob der bei der Bodenbearbeitung jetzt irgendwas erzählt. 88, noch nichts, ne? Okay. Ah, doch, da tut sich was, oder? Wenn ich das richtig sehe, kommt da jetzt ein bisschen ein Balken, oder? Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, fährt er die Bahn ab oder muss ich wieder Hand anlegen? So, wir schauen uns das Ganze mal an, was er jetzt hier anbietet. Okay, das ist Stoppelsturz, ne? Ja, okay, Stoppelsturz, alles klar. Aber das sollte jetzt passen, der müsste bis zum Ende des Feldes auf jeden Fall kommen. Okay, wir gehen den Deutz abtanken. Wo steht er denn? Ah, falsch rum, okay. Ja, auch wenn wir hier im Auftrag keine Fruchtzerstörung haben, wollen wir es aber schon ein bisschen korrekt machen. So, dann stellen wir den hier wieder hin, springen rüber, übernehmen und dann setzen wir hier rückwärts. So, Dille.
Ja, dann denke ich, haben wir ja ordentlich hier zu tun. Wir haben jetzt hier 3 Felder zum Abernten. Und dann werden wir, wie gesagt, unser großes Feld, das ist eigentlich fast unser größtes Feld hier, die 8, oder? Ja, das ist eigentlich unser größtes Feld. Das werden wir jetzt ordentlich hier aufbereiten. Und dann schauen wir mal, die 7 und die 18, das sind eigentlich die beiden Felder, die als nächstes dann dran wären zu ernten. Da haben wir dann auf jeden Fall hier auf der 18 Stroh. Da werden wir also Stroh bekommen um unsere Schweinchen, weil die brauchen dringend Stroh. Wir schauen mal. So, bei den, die Kühe auch bald. Wie sieht es denn jetzt bei den Schweinchen aus? Ja, da geht's eigentlich, da geht's eigentlich. Okay, so, ist er fertig? Ja. Sehr gut. Und dann bringen wir ihn hier wieder in die Spur. Habe ich das heute schon mal gesagt? So. Oh ja, er ist gleich leer. Da gehen wir gleich holen. Okay, er ist da gefahren. Aber da machen wir jetzt... Ah, ich sehe es doch. Da hat er wieder nur die halbe Strecke gemacht. Das hat er schon auch beim Ernten, beziehungsweise, ja, mit dem Deutz hat er das auch schon gemacht. Nur die halbe Strecke. So, wir holen jetzt auf jeden Fall nochmal eine Fuhre Mist, bevor wir den dann wieder hier weiterschicken. Hallo? Jupp, verpieselt euch. Sehr gut, sehr gut. So, wie viel Mist haben wir denn eigentlich noch? Wie viel Mist haben wir denn? Ah ja, da ist noch jede Menge da. Also 40, 39, ja, ja, ja. Also da können wir auf jeden Fall noch ein Feld machen. Weil wir müssten ja das Grasfeld auf jeden Fall auch mal düngen. Aber ob wir das, wie gesagt, mit Gülle machen oder ob wir das hier mit Mist machen, das überlege ich mir noch. Gülle wird sich hier fast besser anbieten. Weil wir es ja nicht untergrubbern. Ja, da schauen wir dann später einfach mal, wie viel Material wir da haben, was uns die Kühe und die Schweine denn anzubieten haben. Was uns natürlich hier fehlt, ist eine kleine Hof-BGA, wir haben keine Hof-BGA und deswegen kommen wir hier natürlich nicht an Gärreste ran. Aber nun gut, sei es drum, im Zweifel werden wir halt ganz normal mit Kunstdünger arbeiten. So. Das müsste doch so passen, oder? Genau, genau, genau. Also, dann schauen wir hier nochmal. Ja, ja, aber man sieht's halt, der Kollege hat hier tatsächlich wieder nicht... Ist schon merkwürdig. Also der ist dann anscheinend, hat gewendet, ist ja losgefahren oder ist der hier zurück und wieder da? Das müssen wir nochmal beobachten. Auf jeden Fall hat er hier wieder diesen Streifen nicht gemacht, der Helfer. Also mit den Helfern, da haben wir hier dann ab und zu dann doch ein kleines Problem hier auf der Map. Muss man schon so sagen. Aber ansonsten machen sie ihren Job relativ gut. Jo, also hier wird ordentlich gearbeitet. So, wir schauen auch mal in die Karte. Ja, da sehen wir den Streifen, den er halt ausgelassen hat. Und hier müssen wir dann später auf jeden Fall auch nochmal nacharbeiten, weil hier wird er natürlich auch immer ein bisschen was auslassen. Aber im Großen und Ganzen klappt das ganz gut. Und was sagt uns 89? 89, also es tut sich was. Bodenbearbeitung geht nach oben. Das heißt, auch hier in dem Fall kriegen wir langsam hier diesen Wert nach oben, sodass dann auch generell der Umwelt oder die Umweltbewertung der Bonuswert für den Verkaufspreis auch hoffentlich bald nach oben geht, ein paar Prozent. Aber wir sehen es, 89 und das liegt jetzt wirklich daran, dass wir das Feld hier grubbern. Okay, sehr schön. Wie weit ist denn unser... Genau, dann können wir doch glatt mal schauen, weil der ist jetzt auch gleich voll. Dann können wir den nämlich zum ersten Mal abtanken, beziehungsweise zum ersten Mal abfahren zum Bauernmarkt. Und das würde ich gerne nochmal mit euch zusammen machen in dieser Folge. So, fahren wir dann oben lang? Nein, 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 nein. Wir fahren nicht zum Berg hoch, weil da wird der kaum hochkommen. So, wie viel Material kriegen wir rein? 98, jetzt ist er voll. Okay, wir klappen zu. Und dann fahren wir hier lang Richtung Bauernmarkt.
eine sehr, sehr schöne Sache. Dann kommen wir doch hier richtig... Oh, 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 oh. Ja, da hängt er dann doch noch ein bisschen raus. Dann kommen wir doch hier richtig vorwärts. Und machen noch mal ein bisschen Geld. Denn wie gesagt, das nächste Ziel wäre, ich hätte so Bock auf einen Warrior. Der würde mir jetzt hier gut gefallen, auf dieser Map. So, kommt was von links? Nein. Jetzt muss ich gerade mal schauen, Rundumkennleuchte hat der Kollege nichts. So, schade, dass das in dieser Folge nicht geklappt hat mit dem Walzen. Aber auch hier haben wir wieder ein bisschen was dazugelernt. Also kein Walzen mehr möglich beim Grasfeld. Wir müssten es komplett von vorne machen. Und so, was haben wir denn hier? Ah ja, natürlich ein bisschen Werbung. Okay. Der Bauernmarkt müsste ja jetzt da vorne sein, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe. So, hier geht's rein. Und hier müssen wir eigentlich abladen, dann müsste das Ganze doch passen, oder? Jo. Ja, da steht es auch ganz groß. Neumini-Brunner Bauernmarkt. Wir laden ab für unseren ersten Auftrag. So, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Und in den nächsten Folgen geht es dann weiter mit Aufträgen und mit der Aufbereitung unserer Felder. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.